Liebe Angler und Wassersportler, wir sind auf dem Allround Marine Stand. Neben mir ist Nils. Hallo. Hallo. Und wir stellen euch ein paar neue Minn Kota Motore vor. Es wurden ja alle Motore sozusagen geändert, verbessert. Es gibt eine komplett neue Serie. Den Minn Kota Terowa Quest haben wir schon auf dem Wasser gesehen. Jetzt stehen wir neben dem Minn Kota Ultrex Quest und erklären auch anschließend noch ein paar andere Neuheiten. Nils, was ist beim Minn Kota Ultrex Quest? Der Name wird immer ein bisschen länger. Ja, es wird immer länger. Alles sozusagen verbessert oder verändert worden? Ja. Also wir stehen hier vor dem Ultrex Quest und der ist Mitglied der neuen Quest-Serie von Minn Kota, die das Programm der Bürstenmotoren nach oben in den Extrembereich erweitert. Was wir bei der Quest-Serie alles an Upgrades haben, ist, dass es diese Motoren mit einem eingebauten Mega-Side-Imaging-Geber gibt. Aber das Wichtigste ist, sie sind mit bürstenlosen Industriemotoren ausgestattet, die deutlich sparsamer sind und deutlich stärker sind und deutlich leiser sind. Und das macht sich bemerkbar, dass wir also wesentlich unerkannter auch bei Extrembedingungen den Fischen auf die Schuppen rücken können. Was noch besonders ist bei der Quest-Serie, hier können wir unsere Batterien überwachen, während wir fahren. Wir können also uns auf unserer Handy-App oder auf einem angeschlossenen Hummingbird anzeigen lassen, wie lange der Motor bei dieser Leistung noch mit dieser Kapazität der Batterie fahren wird und um wie viel Uhr das sein wird. Dazu fragt der Motor uns dann, wenn wir nur noch 20% Akkukapazität haben, ob wir in einen Eco-Modus schalten möchten. Dann regelt der Motor das starke Drehmoment herunter ungefähr auf das Niveau eines Bürstenmotors. Dadurch verbrauchen wir weniger Energie und können noch länger angeln. Ich persönlich bin sehr begeistert. Ich konnte vorab diesen Motor schon über 30 Angeltage testen und bin besonders begeistert von diesem neuen Advanced GPS-System, was nicht nur in der Quest-Serie verbaut wurde, sondern jetzt bei allen neuen Minn Kota Motoren. Also vom Powerdrive über den Terowa, der Ultera, der Instinct. Alle besitzen dieses neue, verbesserte GPS-System. Dieses zeichnet sich aus durch eine wesentlich, ich sag mal, verbesserte Navigationsfähigkeit. Im Besonderen, für mich als Angler, ist der Driftmodus eine absolute Sensation. Denn hier ist es einfach so wie in der Werbung. Ich brauche keinen Driftsack mehr. Ich gebe dem Motor eine Richtung vor und eine Geschwindigkeit. Und das gab es natürlich vorher auch. Aber das hat immer nur relativ zuverlässig gegen den Wind funktioniert, aber mit dem Wind ja gar nicht. Also wenn ich jetzt mit dem Wind driften möchte, dann bremst er mich sogar. Oder wenn ich quer zum Wind in der Abdrift mich bewegen möchte, dann zieht er mich auf diese Diagonale, aber hält mich auch in der Geschwindigkeit. Und weil dieses neue GPS-System so schnell die neuen Daten bekommt, können die Motoren auch bei Böen oder Strömungen besonders schnell Gegenmaßnahmen ergreifen, auch beim Spotlock. Also wenn wir von einer Böe weggetrieben werden, kann der Motor sehr schnell reagieren und einen dann wieder auf die richtige Position ziehen. Ich finde das sensationell. Ja, was natürlich auch noch verbessert worden ist, ist der stärkere Schaft und dadurch mögliche längere Schaftlängen. Gerade eben halt auch auf dem Meer gibt es also halt Boote mit einem größeren Freibord und da braucht man eben halt längere Schäfte, ja. Bis 2,50 Meter. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Ja, Nils, was ist beim Minn Kota Ultrex Quest noch zu beachten, was ja, die Käufer wissen sollten, wenn sie sich für diesen Motor entscheiden und nicht für einen Terowa oder Ultera? Also zuerst mal ist es klar, durch diesen einzigartigen Klappmechanismus bei Minn Kota ist also der Schaft wird nicht mehr durch das Stellmotorgehäuse gezogen und das ermöglicht uns, einen Mega-Life-Geber direkt am Schaft zu montieren. Durch die direkte Lenkung, die sonst auch
kein anderer Motor beim Minn Kota hat. Hier sehen wir gleich, das Fußpedal hat durch eine Kabelzugverbindung einen direkten Kontakt, der so direkt ist, dass wir es eigentlich hier mit einer elektrischen Geberstange gleichzeitig noch zu tun haben. Zusätzlich, wenn wir den Megalife-Geber unabhängig von der Schaftdrehung befestigen und schwenken möchten, gibt es die Möglichkeit, das Target-Lock anzubauen. Das ist also eine Geberstange, die elektrisch unabhängig von der Schaftdrehung schwenkbar ist. Oder einen Mega 360-Grad-Geber zusätzlich. In diesen Fällen empfehlen wir ganz stark verstärkte Federn für den sogenannten Lift Assist, also für die Dämpfer, die hier eingebaut sind, einzubauen. Die gibt es dann in extra verstärkt, sodass der uns dann hilft, mit besonders wenig Aufwand und Kraftaufwand den Motor reinzusetzen und natürlich auch mit Leichtigkeit wieder rauszuholen. Ja, wunderbar. Dann schauen wir uns das Gleiche vom Klappmechanismus und dem Fußpedal einmal vom Boot von innen aus an. Ja, jetzt stellen wir euch den Einzug des Minn Kota Ultrex Quest vor. Das ist sehr einfach. Einfach ein Seil ziehen, einklappen. Er stellt sich automatisch vorher in den Einklappmodus und auch jetzt automatisch in die Vorwärtsstellung und man kann damit starten. Eine ganz wichtige Besonderheit, die die gesamte Quest-Serie betrifft, also den Terrova Quest, den Instinct und Ultera Quest, aber auch den Ultrex Quest, ist, dass kein externer Heading-Sensor mehr nötig ist. In diesem Bereich des Steuermotorgehäuses befindet sich ein kleines Zahnrad mit einem Magnetsensor, das mitläuft, wenn der Motor sich dreht. Und bei der neuen Fernbedienung können wir ganz einfach den Motor kalibrieren, genauso mit der App. Das ist ganz einfach. Wir richten ihn einmal gerade aus und sagen, das ist vorn. Und der Magnetsensor speichert sich das also ab. Und da das Zahnrad immer mitläuft, weiß er ja, wo der Motor steht und weiß natürlich immer noch, wo vorne, hinten, links und rechts ist. Also beim Spot-Jog, bei der Ankerfunktion, ist es also für den Motor jetzt immer noch ganz einfach, den Ankerpunkt zu versetzen. Und genau das Gleiche ist dann bei der Navigationsfunktion Drift-Mode, dass wir also einmal den Winkel oder einen Parallelversatz auch einstellen können. Alles das basiert auf dieser praktischen, jetzt analogen Funktion von dem Heading-Sensor. Bei den neuen Fußpedalen gibt es eine Besonderheit. Weitgehend ist alles beim Alten geblieben, aber hier haben wir es jetzt mit einem One-Bolt-Network-Knopf zu tun, dessen Funktion jetzt programmierbar ist. Die Funktion, die ich hier drauf programmiert habe, ist in meinem Fall jetzt der Autopilot, aber man kann auch beispielsweise seinen Flachwasseranker drauf programmieren und andere Dinge, die man da gerne im schnellen Zugriff haben möchte. Weiter geht's mit dem Riptide Terrova Quest. Man sieht schon hier, das ganze Gehäuse und der ganze Klappmechanismus, das ist alles verstärkt und vergrößert dementsprechend, weil hier auch Schaftlängen von bis zu 2,50 Meter möglich sind. Der gleiche starke carbonfaserverstärkte Schaft wie bei allen Quest-Modellen. Und besonders gelungen finde ich hier diese, ich nenne sie mal Höhenverstellungsarretierung, die mit einer ganz leichten Spannvorrichtung jetzt versehen ist, ganz einfach zu bewerkstelligen. Der Klappmechanismus selbst wurde noch überarbeitet. Man sieht hier im Bild, wie diese Gabeln hier dann so angeordnet sind, dass der Motor, wenn man ihn ausklappen möchte, wie von alleine ins Wasser gleitet. Daher brauchen wir hier auch keinen Lift Assist, wie wir das bei den vorigen Terrova-Modellen hatten. Besonders schön ist auch, dass wir jetzt, wenn wir gerade über Schönheit reden, bei den Riptide-Modellen auch schwarze Ausführungen haben. Also ich habe
die Salzwasserfestigkeit kombiniert mit einer schwarzen Farbe noch auf Wunsch. Das passt dann für manche ästhetischer besser zu ihrem Boot. Bei den Terrova-Modellen ist klar zu sagen, wie bei allen Quest-Motoren, es ist mit 24 oder 36 Volt zu betreiben, dass der Motor auch da sehr flexibel ist und alle Spannungen annimmt. Was immer man eben möchte. Natürlich, je größer das Boot ist, desto eher sollte man auf die 36 Volt gehen. Wir haben also bei 24 Volt eine angegebene Schubkraft von 90 Pfund und bei 36 Volt mit 115 Pfund. Gefühlt muss ich aber aus eigener Erfahrung sagen, ist deutlich stärker, da die Propeller neu designt wurden für mehr Schubkraft, für eine effizientere Ausbeute des Drehmoments. Ein besonderes Lob an dieser Stelle für Minn Kota. Diese neuen Fernbedienungen, die jetzt mit allen neuen Motoren mit dem Advanced GPS-System ausgeliefert werden. Die schwimmen, das ist erstmal toll, aber sie bieten einem auch die Möglichkeit, alles im Überblick zu behalten. Ich sehe zu jeder Zeit, in welche Richtung mein Motor gedreht ist. Also auch sollte mir der Weg versperrt sein durch meine Angelfreunde, kann ich immer noch sehen, in welche Richtung er zeigt und entsprechend lenken dann. Ich sehe aber auch Temperatur, Geschwindigkeit und auf welcher Stufe er gerade eingestellt ist. Und dann kommen wir eigentlich schon zu den allgemeinen Besonderheiten der neuen Motoren von Minn Kota für 2024. Zum Thema Propeller. Einige Modelle werden mit einem sogenannten Power-Propeller geliefert. Und der ist eben besonders für Anwendungen im offenen Wasser optimiert. Der ist also etwas tiefer und hat auch keine abgeklappten Flügel sozusagen, weil der einfach für das offene Wasser gedacht ist. Es gibt aber für alle neuen Quest-Modelle auch einen Weedless Wedge zu kaufen, der besonders das Kraut gut häckseln kann und für Krautanwendungen gedacht ist. Es wird als einziger Motor der Quest-Serie der Ultrex Quest hinter mir mit beiden Propellern geliefert und die anderen Modelle wie der Instinct oder Ultera und hier jetzt der Terrova, die werden mit den Power-Propellern geliefert. Liebe Angler, nun stehen wir vor der neuen Minn Kota-Serie, die nicht Quest heißt, aber trotzdem Neuheiten hat. Faceliftings, ähnliche Features wie Quest und auch ein Feature, was es bei diesem Modell nicht gibt. Ich übergebe an Nils und der macht eine kleine Zusammenfassung. Danke, René. Die Minn Kota-Serie für 2024 umfasst natürlich unsere Quest-Serie mit den bürstenlosen Motoren, aber weiterhin sind die beliebten Bürstenmotoren in 12, 24 und teilweise auch 36 Volt weiter erhalten geblieben. Sie sind nur jetzt mit dem Advanced GPS-System ausgestattet und werden mit der neuen coolen Fernbedienung ausgeliefert, die eben auch den Driftmodus uns erlaubt einzusetzen. Und für mich besonders interessant ist, dass jetzt alle Motoren mit Hummingbird-Echoloten direkt zu verbinden sind. Also das, was vorher Link war, das ist jetzt für alle verfügbar. Und das Tolle ist, es werden alle schon mit allen Anschlusskabeln für Netzwerkanwendungen ausgeliefert, sogar mit dem kleinen Adapterkabel für Helix-Echolote. Und des Weiteren haben wir eine Besonderheit beim 2D-Sonar, bei den eingebauten Gebern. Wir wissen ja noch, die Quest-Serie ist die einzige mit Side-Imaging-Gebern. Hier bei denen gibt es also die 2D- und Down-Imaging-Geber, aber auch das neue DSC. Und DSC heißt Dual Spectrum Chirp. Und das ist ganz besonders interessant, wenn wir einen Hummingbird anschließen. Denn hier haben wir jetzt ein richtig tolles 2D-Chirp-Bild für Hummingbird-Echolote. Weiterhin per Adapterkabel sind auch Fremdmarken anschließbar. Die bekommen auch ein 2D-Bild. Das ist jedoch ein traditionelles 83-200er. Alles in allem muss man klar sagen, mit der neuen OneBoat Network App und auch mit der neuen Fernbedienung
sind also die Bedienbarkeiten deutlich verbessert und ich fange auch einfach mehr Fisch mit dem Driftmodus, weil ich weniger steuern muss. Ja, und dazu sagen muss man noch, dass wir bei dieser Serie weiterhin den GPS-Heading-Sensor benutzen oder benötigen für das Spotlock. Bei der Quest-Serie ist es ja anders gelöst, da fällt er tatsächlich weg. Ja, und die Schnellmontageplatten sind weiterhin nutzbar oder sozusagen sind gleich geblieben zu den Jahren davor. Das heißt, man kauft sich einen neuen Motor, der alte wird ausgetauscht, die Schnellmontageplatte ist die gleiche. Und beim Quest, dadurch, dass er komplett neu konzipiert wurde, ist es breiter geworden und da braucht man eben halt neue Platten. Ja, dann haben wir eigentlich alles soweit Wichtige gesagt. Und schauen uns auf der Messe nochmal um und bis zum nächsten Mal. Danke, Nils. Dankeschön.